Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die AlphaGene 2 Box von Kollega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. AlphaGene 2 von Kollega, das Ganze am 13. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es gab diese Box in zwei Varianten, und zwar einmal die hier, die habe ich euch ja bereits vorgestellt, und zum zweiten eben diese hier. Die ist etwas größer und auch etwas teurer gewesen, war strenger limitiert und hat auch ein paar mehr Inhalte als die reguläre Deluxe-Box. Jawohl, sieht auch anders aus. Wir sehen nicht nur die Größe, sondern auch das Design unterscheiden sich von der anderen Box. Wir haben hier eine schwarze Box im Hochformat. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier durchziehen. Dann können wir die Folie wunderbar abmachen. Und so sieht das dann aus. Also, wir haben hier eine schwarze Box. Oben lesen wir Alpha Music Empire Presents Kollega AlphaGene 2, also römisch 2. Dann haben wir hier das rote Ahornblatt der kanadischen Flagge. Zum Abschluss hier mit einem roten Blutstropfen, der hier gerade runtertropft. Dann hier den Löwenkopf von Alpha Music Empire und ansonsten in Schwarz. Hier unten ebenfalls in Schwarz. Auf der rechten Seite lesen wir Kollega AlphaGene 2 in Silber. Oben wieder den Löwenkopf von Alpha Music und links auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier auch wieder Kollega AlphaGene 2 stehen. Und dann haben wir noch diverse Internet- und Social-Media-Auftritte, die Beteiligten und einen Barcode. Jawohl, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist keine Klappbox, sondern der Deckel ist wirklich abnehmbar. Von innen ebenfalls in Schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Rabattcode für die Boss Transformation 2.0. Dann haben wir ein Shirt, ein kleines Stoffbeutelchen, eine Zigarrenhülse, das Album an sich, die Bonus-EP, das Lyricbook und den Kalender. Zum Abschluss gibt es dann auch noch Poster. Zwei Stück sind es meines Wissens. Und dann machen wir das Ganze mal wieder zu. So, die Box packen wir zur Seite. Und nachdem hier das Shirt noch in Folie ist, werden wir das hier mal rausholen. Jawohl. So. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Der Rest kommt vorab noch zur Seite. Gut. Wir haben hier das Album AlphaGene 2. Es ist, wie der Titel schon vermuten lässt, der zweite Teil. Denn dieses gute Stück hier kam vor einiger Zeit raus. Das kam im Jahr 2007. Es war damals Kollegas erstes Soloalbum. Und jetzt, mehr als 12 Jahre später, erhält dieses seinen zweiten Teil. Wir haben hier den alleinigen Weltmonarch auf seinem Thron. In der linken Hand einen Revolver. Dann vor ihm ein Dobermann. Der Thron natürlich in Ahornblattform. Darüber lesen wir wieder Alpha Music Empire Presents Kollega AlphaGene 2. In einem regulären Jewelcase kommt das und hier dann auch wieder Interpret plus Albumtitel zu lesen plus Löwenkopf, der auch hier rechts unten ist. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann wieder dieses Prachtexemplar von Hund samt der Tracklist, 19 Stück an der Zahl mit 3 Features. Wir haben hier auf Track 10 Farid Bang und Asche mit dabei und auf Track 15 Asche. Die Beteiligten und Barcode, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir natürlich zum Booklet. So,
Jawohl, so stellt man sich das vor. Einerseits die Infos zu den Tracks, also wer hat hier produziert, den Text geschrieben, Mixing und Mastering gemacht, aber natürlich hier auch prächtige Aufnahmen vom Boss in wunderbaren Gewändern, hier nur in den feinsten Anzügen. Sehr schön. Und auch die Kulisse ist echt mächtig. Also ich glaube, ziemlich, ja, mit hoher Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit ist das hier aus dem Alpha Genetik Videodreh, dieses Anwesen. Zum Abschluss nochmal Tracklist samt Dobermann. So, dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus, Kollege im Profil. Und dahinter kommt dann wieder der Löwe zum Vorschein. 19 Tracks auf dem Album, das ist echt mächtig, aber damit nicht genug. Wir haben auch noch eine Bonus-EP, die Ghetto Glamour Street EP. Kollege hier im offenen Maybach. Auf der Rückseite die Tracklist, 5 Stück an der Zahl. Und auch hier ist wieder vermerkt, wer produziert hat, gemixt, gemastert hat. Und wir haben hier auch noch 2 Features, einmal Asche und einmal BOZ. Also absolute Premiere seit den RBA-Zeiten. Jetzt endlich mal wieder die beiden gemeinsam zu hören. So sieht dann die CD aus. Auch hier wieder das Cover drauf. Wie gesagt, in einer Papphülle. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Wir haben hier einen Code. Boss-Transformation Kollega. Die beste Form deines Lebens in 12 Wochen. Mit dem Code für kurze Zeit bosshafte 25% Rabatt sichern auf die Boss Trafo 2.0 Deluxe, einfach bei der Bestellung, jawohl. Also ab dem 13.12., sprich ab Release dieses Albums, ist das Ganze freigeschalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich machen. Dann haben wir mit dabei einen Inhalt, der, wenn es nach mir geht, jedem Kollege Album beiliegen sollte. Und zwar haben wir hier ein Lyric Book. Das Ganze auch wieder in der Cover-Optik gehalten. Hier wunderschön. Also nicht einfach nur so ein Heftchen, es ist wirklich so ein Buch. Da haben wir dann auch noch die Credits. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier einerseits Fotos, aber dann auch hier wirklich die Lyrics Wort für Wort abgetippt. Sehr schön. Also hier kann man dann die komplexen Lyrics von Kollega nochmal nachlesen oder mitlesen. Das hilft mit Sicherheit den ein oder anderen tieferen Sinn hinter einem Wort, hinter einer Zeile zu verstehen. Gerade bei Kollega, der ja so die unfassbarsten Zeilen raushaut, wo man dann irgendwie beim 10. Durchhören nochmal auf neue Vergleiche und Wortspiele draufkommt, macht das auf jeden Fall Sinn. Und am Ende haben wir dann noch diverse Seiten zum selber eintragen. Also hier kann man dann irgendwelche Gedanken festhalten. So. Des Weiteren haben wir Poster mit dabei. In der regulären Box gab es ja auch schon Poster, allerdings nur eines, und hier haben wir 2 davon. Wir haben einmal dieses hier, ein Riesenposter mit dem Cover der Box, hier unten wieder der Löwenkopf, und dann haben wir hier das blutige Ahornblatt, Kollega Alpha Gene 2 lesen wir hier, Alpha Music Empire Presents, also das Cover Design der Box hier nochmal im Hochformat auf Poster, und das Poster ist einseitig bedruckt, also wie ihr sehen könnt, Rückseite ist blank weiß. Wunderbar. Jetzt tue ich mir nur gerade etwas schwer, das Ganze zusammenzulegen. Wie machen wir das am besten? So, jawohl, jetzt passt's. Also Poster Nummer 1. Und wir haben noch ein zweites Poster, das kennen wir ja schon, also das ist auch in der regulären Box gewesen, nur hier dann noch eine Spur größer. Im Querformat hier, Kollege mit den beiden Dobermännern an der Leine, jawohl, und über ihm der Kronleuchter. Sehr mächtiges Poster, also kann man dann beide aufhängen, das eine im Querformat, das andere im Hochformat. Dann haben wir noch 2 Inhalte, die ebenfalls in der regulären Box drin waren. Und zwar haben wir einmal so ein Stoffsäckchen, auch wieder hier mit Löwenkopf gebrandet. Und in diesem haben wir eine Halskette. So. Jawohl. Und zwar
haben wir hier die Blood Leaf Chain. Bedeutet, wir haben hier, oha, jetzt wurde ich hier schon etwas mit Blut besudelt. Wir haben hier tatsächlich eine Kette, die hier zwei Anhänger hat. Zum einen haben wir hier natürlich das Ahornblatt und zum anderen haben wir hier diese kleine Fiole mit roter Flüssigkeit. Ich glaube, in irgendeinem Interview hat ein Kollege mal gemeint, dass das sein eigenes Blut ist, abgezapft vom Arzt. Keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt Kollegablut auf mir drauf und diese Fiole hat sich hier gerade abgelöst. Werde ich dann wieder dran befestigen. Ja, also das Ganze hier als Kombination, einerseits das Ahornblatt und natürlich diese blutige Fiole. Und wir haben dann hier die Halskette, die hier DNA-Stränge darstellt. Also es ist nicht einfach nur einfache Kettenglieder, sondern wir haben hier so diese Doppelhelix verarbeitet in den Kettengliedern. Gut, ich werde jetzt mal ganz kurz das Video unterbrechen und meine Hand und das Blut hier irgendwie mal abwischen. Kleinen Moment. So, ich habe mir jetzt einigermaßen geschafft, das Ganze wieder runterzuwaschen von den Händen. Habe die Fiole jetzt mal in einer Küchenrolle verstaut. Hier haben wir, wie gesagt, diese Kette mit dem Anhänger. Was ich auf jeden Fall jetzt mal mit absoluter Sicherheit sagen kann, es ist definitiv kein Blut in dieser Fiole. Also es ist vom Geruch und von der Schwere, wie das Ganze runterzuwaschen war. Also es war sauschwer, das Ganze runterzubekommen. Auf jeden Fall ist das irgendwie rote Farbe, roter Farbstoff. Ich bin ja echt nur froh, dass das Ding nicht schon vorab in der Box sich so aufgemacht hat, weil ich will mir gar nicht vorstellen, wie das da drin ausgesehen hätte, wenn sich die Fiole komplett in der Box entleert hätte. Naja, gut. Wir kommen zum Shirt. Das Shirt ist in schwarz gehalten. Hier haben wir das rote Ahornblatt drauf und auch dieses hier wieder mit der Doppelhelix mit den DNA-Strängen, die sie hier durchziehen. Links unten am Bund haben wir dann hier den Schriftzug Kollega Alpha Gene 2. Auf der Rückseite, also am Nacken oder am Rücken, haben wir keinen Aufdruck. Dafür haben wir aber an den Ärmeln etwas. Und zwar hier einmal links als auch rechts haben wir zwei Aufdrucke. So im Schulter-Oberarmbereich haben wir hier zweimal den Dobermann in diesem grauen Kegel, in diesem grauen Lichtkegel. Das sieht echt krass aus. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun, also das gleiche Shirt wie auch in der anderen, beziehungsweise hier steht Gilden Activewear, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Haiti, Größe L. Grüße gehen raus. So, bin mir jetzt nicht sicher, ob sich es eventuell doch etwas unterscheidet. Ich glaube, das andere war ein Gilden Soft Style. Also eventuell ist das doch eine Spur hochwertiger. Ich kann mal ganz kurz schauen. Gilden Soft Style. Nein, also ich glaube, es ist genau das gleiche Shirt wie in der regulären Box. So, und jetzt kommen wir zu den zwei Inhalten, die sich nur in dieser Box befunden haben. Die Poster haben wir schon gesehen. Die gab es auch exklusiv hier, beziehungsweise das eine eben größer. Aber jetzt, diesen Inhalt gab es wirklich nur in dieser Box. Und zwar haben wir hier einen Jahreskalender von Kollega, Bosshaftes Jahr. So, wir haben hier einerseits Fotos von Kollega, als auch Textzeilen, also motivierende Sprüche von Kollega. Hier steht zum Beispiel, statt andere um ihr Geld zu beneiden, lässt du dich inspirieren und versuchst es selbst zu erreichen. Aus dem Track Wie ein Alpha. Das ist der Januar und das zieht sich dann natürlich so durch. Monat für Monat hier ein anderes Foto und auch ein anderes Motivationssprüchlein. Jawohl. So sieht das aus. Ja, das legendäre Bild am Schreibtisch. Ah, es sind auch echt alte Zitate. Also unter anderem das vorige war jetzt gerade von der Einzelkämpfer. Das war ja damals bei Alpha Gene 1. So, also alles hier im Alphagene-Style, wobei hier dann auch wieder ein bisschen casual gekleidet, natürlich der Schmuck übertrieben, aber dann auch hier wieder vom Alpha-Programm, von seiner Buchpromo. Jawohl, also ein schöner Kalender
mit entsprechenden Fotos und Sprüchen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann dieses hier. Es sieht tatsächlich aus wie eine feine Zigarre, die hier in so einer Metallhülse kommt. Wir haben hier einmal das Gesicht, Cuba Original bei Parfums de Champs. Was lesen wir hier? 80% Volumen, also 80% wohl Alkohol. 35 Milliliter. Dann haben wir noch die Infos von wegen, dass es entzündlich ist und so weiter und so weiter. Und was lesen wir hier noch? Eau de Toilette for Men Natural Spray. Okay. Dann haben wir hier tatsächlich ein Parfum in Zigarrenoptik. Das sieht so aus. Hat sogar auch hier wieder diese Schleife drum, wo dann normalerweise das Mundstück ist zum Rauchen. Hier lesen wir dann Alpha-Gene. Dann haben wir hier Kollega abgebildet. Hier steht sogar bei Kollega und auch wieder Alpha-Gene. Also der Duft dürfte wohl Kollega oder Alpha-Gene heißen in dem Fall. Der Deckel ist abnehmbar und dann kommt hier golden der Sprühkopf zum Vorschein. So, dann werden wir das Ganze mal kurz testen. Jetzt mal verreiben. Ja, das ist auf jeden Fall geeignet. Also trifft meinen Geschmack. Ist natürlich schwer dann immer bei solchen Boxen ein Parfum oder irgendetwas herzustellen, was allen gleich gefällt oder was alle gerne tragen möchten. Aber ich muss sagen, mich überzeugt der Geruch auf jeden Fall. Das kann man durchaus anwenden, dieses Parfum. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Kalender, der Jahreskalender für ein bosshaftes Jahr. Dann die beiden Poster. Einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Das Zigarrenparfum hier in der Zigarrenschachtel. Dann haben wir das Lyric-Buch mit den ganzen Textzeilen, die Street-EP mit 5 Tracks zusätzlich, die Halskette, die kommt hier in diesem kleinen Stoffbeutelchen, natürlich die Halskette an sich, der Rabattcode zur Boss-Transformation 2.0 und natürlich das Album an sich, Alpha-Gene 2 mit insgesamt 19 Tracks. Jawohl, es gab auch zusätzlich noch in den Boxen die Chance auf den USB-Stick. Mit dem konntet ihr eine exklusive Studio-Session gewinnen mit Kollega und Asche. Und es gab auch auf alle Boxen verteilt 250 Powerbanks von Alpha Music Empire gebrandet. War jetzt bei mir leider nicht dabei, deswegen konnte ich es euch natürlich nicht zeigen. Aber ja, das ist der reguläre Inhalt, den ihr in dieser Box vorfinden werdet. So. Dann packen wir das Ganze mal zur Seite. Das alles in dieser wunderbaren Box Alpha-Gene 2 von Kollega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.